Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Alle Jahre wieder möchte sich der Innenminister im Glanz der Polizeiarbeit sonnen. Das Problem? Die Menschen fühlen sich weniger sicher. Sie machen sich große Sorgen um die Zukunft und neuerdings auch verstärkt um die Demokratie in unserem Lande. Aber ich will zunächst einmal auf positive Entwicklungen bei der Kriminalitätsbekämpfung eingehen. Ich freue mich, dass die Aufklärungsquote insgesamt weiter gestiegen ist. Das trifft zwar nicht für alle Kriminalitätsbereiche zu, ist aber eine gute Entwicklung. Ebenso erfreulich ist es, dass Straßenkriminalität um weitere 7% zurückgegangen ist. Allerdings stagniert hier leider die Aufklärungsquote. Ob dies jedoch ursächlich mit der verstärkten Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen zu tun hat, so wie Sie, Herr Innenminister, das gestern in Ihrer Pressemitteilung im Zusammenhang gebracht haben, bezweifle ich stark. Erfahrungsgemäß verlagert sich die Kriminalität nur von einem solchen beobachteten Ort weg zu anderen Orten und Plätzen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch erneut das Kompassprogramm ansprechen. Es ist gut, wenn sich die Polizeiexperten zwischenzeitlich intensiver als in der Vergangenheit in mehr als 70 Städten und Gemeinden mit Vereinen und Verbänden und den Ordnungsbehörden regelmäßig zusammensetzen, um die oftmals gefühlte Unsicherheit abzubauen. Dazu bedarf es aber keines besonderen Programmes mit Zertifikat. Das ist ganz normale Polizeiarbeit, Herr Minister. Das Kompassprogramm wurde aber zuvörderst seinerzeit mit viel Presserummel dafür gestartet, die Videoüberwachung zu forcieren und dafür eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, wir als LINKE lehnen einen massiven Ausbau von Videoüberwachungstechnik weiterhin grundsätzlich ab. Erfreulich ist es, dass die Straßenkriminalität um fast 10.000 Delikte zurückgegangen ist. Dies hat sicherlich mit der verstärkten Polizeipräsenz von Polizeistreifen in den Schwerpunktgegenden zu tun, was ein Beweis für den erfolgreichen Einsatz von mehr Personal bei der hessischen Polizei darstellt. Es ist also allemal besser, als Videoüberwachung Leute auf die Straße zu bringen, denke ich. Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, die Zahl der Wohnungseinbrüche um fast 10% zu reduzieren. Dass solche Einbrüche in Privathaushalten nur in weniger als der Hälfte der Fälle gelingen, ist ebenso erfreulich. Bedauerlich ist aber auch, dass die Aufklärungsquote gesunken ist und nur noch 17,2% beträgt. Ich freue mich auch über Ihre klare Aussage, Herr Beuth, dass die Kriminalitätsstatistik für 2019 wieder bestätigt hat, dass Zuwanderer als Tatverdächtige nicht in besonderer Weise auffällig sind. Sie haben das ja heute auch noch einmal wiederholt. Dies sollten sich nämlich die Scharfmacher und Hetzer in unserer Gesellschaft endlich einmal hinter ihre braunen Ohren schreiben. Ja, wir leben in einem sicheren Land. Das will ich auch betonen. Nur dabei muss man alle Aspekte betrachten, und das haben Sie, Herr Minister, heute leider nicht getan. In Ihrer Rede war z. B. keine Aussage zu der zumindest teilweise erfolgreichen Ermittlungsarbeit gegen rassistische und rechtsextreme hessische Polizeibeamte enthalten. Herr Beuth, das können Sie doch nicht einfach ausblenden. Wenn Sie hier nur zur inneren Sicherheit des Landes sprechen, dann ist das eben mehr als nur die Zahlen der Kriminalstatistik zu verkünden. Da gehört dieser unerfreuliche Teil des Innenlebens der Sicherheitsbehörden, auch wenn es unangenehm ist, zu einer ehrlichen Berichterstattung mit dazu. Aber wenn Sie Ihre Regierungserklärung unter dem Titel „Erfolgreicher Staat in ein sicheres Jahrzehnt“ stellen,
dann haben natürlich da selbstkritische Betrachtungsweisen für Sie offenbar keinen Platz. Und so erzählen Sie jedes Jahr im Grunde dieselbe Geschichte. Dabei hat die hessische Polizei in der Tat einiges an Erfolgen vorzuweisen. Das will auch ich gerne zugestehen. Ja, die hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten leisten unter erschwerten Bedingungen, unter weiterhin bestehenden Personalmangel, unter der Last von immer noch knapp 3 Millionen Überstunden und unter einer vergleichsweise schlechten Besoldung gegenüber der Mehrheit ihrer Kolleginnen und Kollegen des gehobenen Dienstes in den anderen Bundesländern gute Arbeit. Und dafür möchte auch ich mich bei allen recht herzlich bedanken. Aber ich muss mich hinsichtlich Ihrer Kriminalitätsstatistik leider wiederholen, wenn ich erneut auf folgende Tatsachen hinweise. Erstens. Ihre Kriminalstatistik ist auf Erfolg getrimmt. Es sind nämlich Polizistinnen und Polizisten selber, die hinter vorgehaltener Hand sagen, dass diese Statistik wenig Aussagekraft hat, um es einmal vorsichtig zu sagen. Zweitens. Es ist eine sogenannte Ausgangsstatistik. Das ist heute auch schon teilweise angesprochen worden. Das heißt, es lassen sich nur begrenzte Aussagen daraus ableiten. In diesem Falle wissen wir, wenn überhaupt, nur, dass so oder so viele Straftaten angezeigt wurden und diesen Straftaten auch ein möglicher Täter zugeordnet wurde. Was wir explizit damit nicht wissen, wie viele Straftaten fanden statt, aber wurden nicht angezeigt und wie viele Straftäter wurden verdächtigt, waren es am Ende aber gar nicht. Das ist ein großes Problem dieser Statistik. Die Linke und die SPD haben sich wiederholt dafür eingesetzt, dass wir sogenannte Dunkelfeldstudien machen, beispielsweise zu häuslicher Gewalt oder zu sexuellem Missbrauch von Kindern. Experten gehen davon aus, dass hier das Dunkelfeld wesentlich größer ist als die in der Statistik gezählten Straftaten. Bis zu 90% sagte nun bei der Pressekonferenz die LKA-Chefin. Und es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber da nutzen Ihre Zahlen in der Kriminalstatistik halt wenig, um damit die Realität zu beschreiben. Ja, das gilt für alle Bundesländer. Die Kritik ist auch angebracht. Ja, ich komme da noch drauf, Herr Bauer. Aber ich will es nur einmal festhalten an der Stelle. Wenn viele Straftaten überhaupt nie angezeigt werden, aus Scham, wegen des familiären Nahfeldes oder weil die Betroffenen denken, es bringt ja nichts, dann haben wir ein großes gesellschaftliches Problem, das in Ihrer Statistik aber unzureichend zum Ausdruck kommt. Und das sollte man zumindest einmal erwähnen. Sie haben in Ihrer Kriminalitätsstatistik Verdächtige, aber niemand weiß, ob sie in einem Gerichtsverfahren verurteilt werden. Wir fordern deshalb seit Jahren eine Verlaufsstatistik, damit man endlich einmal weiß, ob und in welchen Bereichen denn wirklich wie viel aufgeklärt wurde. Die Polizei fordert das im Übrigen auch selbst. Es wäre also ein großer Schritt nach vorne, wenn wir das, was andere Länder auf der Welt hinbekommen, auch bei uns in Deutschland und in Hessen hätten. Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, möchte ich nochmals klarstellen. Ich beziehe meine Kritik auf Sie, Herr Minister, nicht aber auf die hessischen Polizistinnen und Polizisten. Denn ich bin der Auffassung, eben deswegen musste ich das noch einmal sagen, dass bei allen Fehlern, die auch im Polizeidienst gemacht werden, unser Dank der hessischen Polizei für ihre couragierte Arbeit und ihren Einsatz ebenso wie nahezu allen Beschäftigten des Landes Hessen gelten muss. Dass es über 4.000 Übergriffe gegen Polizeibeamtinnen und Beamte, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und weitere öffentlich Bedienstete bei der Ausübung ihrer Arbeit gegeben hat, ist durch nichts zu entschuldigen, meine Damen und Herren. Auf Initiative Hessens wurde bereits 2017 im Bundestag eine Strafverschärfung bei solchen Delikten vorgenommen. Seither werden diese mit mindestens 3 Monaten Freiheitsstrafe geahndet. Das war Ihre Initiative, Herr Minister Beuth. Ja, natürlich. Ich bin auch weiter dagegen. Ich sage Ihnen auch, warum. Heute wissen wir, sie hat aber
den weiteren Einstieg, das belegen ja Ihre Zahlen, nicht verhindert. Deshalb ist auch die populistische Forderung, Ihre populistische Forderung, nach einer weiteren Strafverschärfung auf 6 Monate unnötig, weil ebenso unwirksam. Und das müssen Sie auch erkennen bei diesen Zahlen. Die bestehenden Gesetze, und das sage ich weiterhin, reichen aus. Sie müssen in diesen Fällen nur konsequent angewandt werden. Und da richte ich auch meine Auffassung an die Justiz selbst. Da bin ich mit Günter Rudolph völlig einer Meinung. An dieser Stelle ist Nachholbedarf, auch was die zeitlichen Abläufe angeht. Da müssen wir darüber diskutieren. Leider sorgen Teile der hessischen Polizei aber auch immer wieder für Negativschlagzeilen. In den letzten Wochen wurden bei zahlreichen weiteren Polizeibeamten Hausdurchsuchungen vorgenommen. Sie werden beschuldigt, rassistische und rechtsextreme Informationen zu verbreiten. Und ich befürchte, es kommen noch weitere Beschuldigte hinzu. Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang wird immer wieder von Einzelfällen innerhalb der Polizei gesprochen. Natürlich hoffen auch wir, dass es sich um Einzelfälle handelt, denn alles andere wäre furchtbar. Es kommen aber ständig neue sogenannte Einzelfälle hinzu. Bei derzeit über 60 beschuldigten Polizeibeamten kann man meines Erachtens nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Die Zusammenhänge sind zu offensichtlich. Zumindest gibt es sehr viele sogenannte Einzelfälle, bei denen man sich zum Teil sehr ernsthaft fragen muss, mit welchem Verständnis hier Beamtinnen und Beamte ihren Dienst versehen. Hakenkreuze, SS-Museen zu Hause, Hitlergrüße, offener Rassismus und vieles mehr. Wir wissen bis heute nicht, was im ersten Polizeirevier seinerzeit genau passiert ist und ob dort Polizistinnen und Polizisten in noch Schlimmeres involviert sind. Ich kann nur hoffen, dass all diese Vorkommnisse auch in der Polizei zu einem massiven Umdenken führen, dass Vorgesetzte, Dienstgruppenleiter und alle anderen Führungspersonen genauer hinsehen und hinhören, besser als in der Vergangenheit. Im Sinne der Glaubwürdigkeit und des Ansehens aller Polizeibeamtinnen und Beamten sind alle Vorfälle genauestens aufzuarbeiten. Es darf keine Toleranz gegenüber Menschenfeinden und Rassisten innerhalb der hessischen Polizei geben. Warum ist dieser Punkt so wichtig? Weil er beispielhaft ist. Beispielhaft auch für die Personenakten des oder der mutmaßlichen Lübcke-Mörder, die im Verfassungsschutz intern gelöscht wurden, obwohl die als Neonazis über Jahrzehnte hinweg aktiv waren. Die Rechtfertigung des Landesamtes für Verfassungsschutz lautet noch immer, die waren über 5 Jahre nicht auffällig. Die sind abgekühlt. Diese Aussage verhöhnt nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch den seinerzeitigen Verfassungsschutzpräsidenten Eisvogel, der Stefan E. noch Ende 2009 in einem internen Vermerk als brandgefährlich bezeichnete. Ich frage mich, was haben die da gemacht danach in diesem Amt? Haben sie das sozusagen beiseite gelegt? Interessiert uns nicht? So kommt es mir gerade vor. Der hessische Verfassungsschutz steht abermals in der öffentlichen Kritik. Er steht beispielhaft für ein Systemversagen, in dem intern nicht richtig hingeschaut wird, falsche Einschätzungen vorgenommen werden, die noch dazu auf einem System von bezahlten Spitzeln basieren, deren Unzuverlässigkeit hinlänglich bekannt ist. Laut Kriminalstatistik haben wir einen erheblichen Anstieg rechter Straftaten um über 50% in einem Jahr. Von 1645 Straftatbeständen in den 4 Phänomenbereichen insgesamt gehen alleine 917 auf das Konto von Rechtsextremisten. Und darunter ist auch der Mord an unserem Kollegen Dr. Walter Lübcke. Die Propagandadelikte sind um 60% und Volksverhetzung sind um 33% in einem Jahr angestiegen. Aber auch die Gewalttaten sind um 26% im letzten Jahr angestiegen.
In Ihrer Presseerklärung von gestern, Herr Minister Beuth, relativieren Sie diesen enormen Anstieg an rechten Straftatenbeständen, indem Sie schreiben, ich zitiere aus Aber Herr Abgeordneter Scholz, Sie müssen dann zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich zitiere aus Seite 7 Ihrer Presseerklärung. Da heißt es, der starke Anstieg der rechtsmotivierten Kriminalität ist aber im Wesentlichen auf Propagandadelikte, Klammer auf, plus 215 zurückzuführen. Nach so einer fürchterlichen Tat haben die Bürgerinnen und Bürger noch sensibler und wachsamer auf verfassungsfeindliche Kennzeichen und Verbreitung von rechter Propaganda reagiert. Zitat Ende. Was soll das heißen, Herr Minister? Überwiegend nur Propaganda? Also, das können Sie jetzt nicht mehr komplett ausführen, weil Ihre Redezeit ist abgelaufen. Darf ich noch zwei Sätze sagen, Frau Präsidentin? Einer tut es auch. Gut, dann mache ich ein Komma. So. Meine Quintessenz daraus ist, dass aus Worten Taten werden, das wissen wir. Und Hakenkreuzschmierereien sind schlimm und nicht zu verharmlosen, Herr Minister. Vielen Dank.